Hallo und zurück bei Technical Difficulties im Portal 2 Koop. Wir spielen Teil 2 dieser Serie und irgendwo hier in diesem Bild ist ein Peabody versteckt. Ich finde ihn. Ich gehe mal auf die Pirsch. Der ist ja schüchtern. Oder die. Haben wir ja letztes Mal schon festgestellt. Da habe ich sie! Nein! Läuft schon wieder zu schnell weg. Die sind außerdem schnell. Ich hab dich rangezogen, keine Chance. Oh, jetzt stehst du wieder Ja, da stimmt. hinten. Ich stand doch eigentlich hinter dir. Ja, gut, ich habe alles gesagt. Weiter geht's. Da oben steht's. Technical Difficulties, Part. Die zwei kann man wieder nicht sehen. Egal. Tests Oh. mit nicht-defekten Türmen aktiv. Tests mit nicht defekten Türmen aktiv. Also ist es gefährlich. Na toll. Das sind meine Nicht-Lieblingstürme. Ja, und guck mal, Die die nicht, Würfel, die die sind nicht. irgendwie rot, ne? Rote Companions da Ja, oben drin. das habe ich auch gerade gesehen. Aber sieht schon mal voll schick aus. Hier gibt es eine Menge zu drücken. Ich habe dich ja gerade gedrückt, jetzt müssen wir noch ein paar Knöpfe drücken. Können wir da rein? Nee, können wir nicht. Durch den. Ach, es bleibt wieder offen. Doch, Ah, sowas muss man können natürlich wir. immer wissen. Okay. Oh. Den Berg Könnte erklommen. hier rüber, Oh. ja. Ach so, könnte auch Ja. wieder zurück. Ja, kannst auch wieder zurück. Ach, macht dann das. Was macht das? Warte, das macht. Das ist Teil dieser Fläche. Okay, das macht wieder eine Schräge. Ah ja, da oben ist. Müssen wir wahrscheinlich einen So, ne, dann brauche ich hier Würfel erstmal einen Wurf. rausbringen. Ach so, Ja. ja, ich kann mir hier einen Wurf holen. Ja, aber der ist, glaube ich, genau der, den wir auch rausbringen müssen. Aber leg ihn erstmal da drauf. Na, oh, warte mal. Man kann von hier oben eine Ja, die Fläche verliert. treffen, ne? Das hilft uns auch nicht Ah, viel jetzt so stimmt hinten. da Das ist halt drauf, keine. ja. Was blinkt denn da so? Ah, hier unten ist auch Fläche, okay. Das Was ist denn blinkt. das, was da so. Das blinkt irgendwie bei mir. Bei dir nicht? Ein Error. Also bei mir ist Wirklich? es ein Error. Ja, da kann irgendein Objekt nicht dargestellt werden. Da steht Error tatsächlich. Ja, cool. Schade, jetzt habe ich schon die B-Mod installiert, aber man sieht es halt immer noch nicht. Dann muss man vielleicht noch mehr irgendwie haben. Aber hier ist noch so ein interessanter Grill, falls du mal schauen willst. Ne? Der ist Ja, so. den habe ich nämlich auch gesehen. Der ist so, ich Das, sag's ja eh wieder falsch, aber für mich ist der violett. So. Ja, ich stimme dir zu. Einfach, weil du dich auf keine Diskussion einlassen willst. So, hier haben wir auch noch einen. Guck mal. Ja, der wäre da drüben auch irgendwie besser. Da drüben? War das ein Laserwurf? Ja, Ah, okay. deswegen. Also vielleicht müssen wir die irgendwie Wenn wir jetzt die tauschen. Chance hätten, Aber den man. Grill überhaupt mal Da gibt es überhaupt wegzubekommen. keine weißen Flächen. Wir Das können sind den sogar. Grill wegbekommen. Das sind aber zwei Grills übrigens. Stimmt. Aber vielleicht gehen die beide weg. Ich wollte mal schauen, ob man. Kannst du da treffen? Ja. Oh, sehr gut. Dann geh mal da hoch und guck, was. Achso, das ist einfach nur für den Schwung. Das heißt, du springst Ja, jetzt das wollte mal ich, genau, das wollte ich darüber. jetzt Warte, machen. soll ich dir den Würfel geben und selber auf den Knopf stehen? Dann kannst du ihn gleich mitnehmen. Vielleicht muss man den da oben irgendwo hinlegen. Oder Hast du man da was drückt nur einen gesehen? Knopf. Ehrlich gesagt, noch nichts. Ich gehe erstmal gucken. Geh erstmal gucken. Hauptsache es reicht, Vergiss nicht aber. den Hüpfer. Ja, aber das sieht nicht so hoch aus. Ich habe jetzt Zweifel, dass. Nee, es reicht. Hä? Au. Da ist Ah, er. da ist er. Okay. Ah, wunderbar. Und Grill weg ist geht er. weg. Ah, der Grill ist weg. Jetzt, Okay, du wolltest schön. austauschen, ne? Das machen wir jetzt. Damit hast du recht. Laserwürfel ist immer wertvoller als ein normaler. Hoppala. Aber brauchen wir diese Schräge jetzt überhaupt noch? Ist auch der. Ja, stimmt, da oben geht's nicht raus, ja? Das ist nur für den Nö, Knopf gewesen. ist das. Also eigentlich können wir doch jetzt beide Da oder? geht's raus. Kriegen wir denn das auf? Ach, da hinten. Okay, dann müssen wir da einen Würfel reinkriegen. Ach so, Willst du okay. nochmal Na, den Weg das. nach da oben schießen? Der ist nicht. Ja, das kann ich von hier sehr bequem machen. Genau, dann gehe ich mal da hoch und gucke. Aber da war noch der Grill. Was Soderweise. ist dieser lila Grill? Da Das kann ich kannst. dir leider nicht sagen. Ich kann mir diesen ganzen Farben nicht merken. Ja, ich nehme mich auch nicht. Ich habe gehofft, du weißt Im es. günstigsten Fall, ja, das sind diese ganzen Custom-Grills in den Community-Kammern. Im günstigsten Fall gehe nur Der ich Würfel da kaputt bei dem durch. Grill und nicht der Würfel. Aha, so, siehst du mal. Jetzt ist da leider Okay. immer noch ein Grill Ach, zwischen. das war wieder nicht Absicht. Ja?
Hast du den Laserwurf jetzt? Nee. Der liegt da noch. Ich kann ihn zwar schon mal holen, aber den Grill müssen wir von der anderen Seite wegmachen, vermute ich. Okay. Oder? So sieht's mir aus mit der Linie. Da kommt die Linie von außen. Diese hier. Ach da, okay. Dann müssen wir praktisch aus dem anderen Raum, müssen wir das aufmachen. Mhm. Die Frage ist, wie kriegen wir erstmal diesen anderen Raum auf? Ja. Ach, warte mal. Nee, das hier ist die Linie. Ach so, okay. Dann hole ich den. Sehr schön. So, dann haben wir einen Umlenkwürfel. Den wir natürlich jetzt hier vielleicht schon irgendwo nutzen können. Oder wir müssen noch weiter sammeln. Könnten wir mal alle drei aktivieren. Ach so, du hast hier auch den Grill weggemacht, aber da ist die Tür noch zu. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir da reinkommen. Das dürfte ja das gleiche Prinzip sein. Da in der Mitte machen die Würfel. Okay, nee, ich bringe ihn ja. Also wir brauchen ihn hier, glaube ich, noch nicht. Oh, noch nicht. Wir kommen jetzt in den Raum. Hier links von mir kommen wir rein, wie wir in den Raum vorher auch reingekommen sind. Nee, dafür braucht man zwei Würfel für das da oben. Okay, dann holen wir uns jetzt den anderen. Genau, das bleibt wieder. Aha. Hä? Ach, ich glaube, man muss einfach einen Fehler unter diesem Würfel aktivieren. Genau. Hier sind wieder Errors. Und das ist da oben. Okay, hier muss auch einer rein. Sind die aktiv, die Errors hier? Man weiß ja immer nicht, was es ist, wenn es jetzt irgendein tödliches Element ist. Aber ich glaube, es ist einfach nur ein Grill. Oder? Wäre eigentlich eine Stelle für einen Grill hier. Müssen wir mal schauen. Ach so, okay. Dann müssen wir wohl wieder einen reinwerfen, weil hier ist wieder dieser... Genau. ...violette Grill. Aha. Ah, okay. Jetzt brauche ich noch ein bisschen höher. Hier die Schwungholgeschichte. Ah, ja. Warte mal. Da ist ja nichts auf dem Boden. Kannst du mal hier drauf stehen bleiben? Was ist denn hier? Oh, hier. Hier gibt's Schwung. Ja, kannst du mal eben auf den Knopf steigen? Wo war das denn? Ist dir irgendwo was gefallen? Warum hast du nicht noch das andere aktiviert? Aha. Weil ich kein Item dabei... Oh nein! Jetzt wissen wir, was das ist. Ich leg's immer noch an den Rand hier. Aber du kannst dich doch wenigstens da mal raufstellen. Das war eine Würfelmulde, wenn ich nicht irre. Ich mach's nochmal. Das sah aus wie ein normaler Knopf von hier. Ja, musst du mich nochmal hochlassen, bitte. Weil ich glaube, das aktiviert halt einfach kurz diese Sprungfeder und dann haben wir auch noch einen Würfel. Es ist ein normaler Knopf, ich gebe dir recht. So. So, und da kommt der Umlenkwürfel. Okay, wenn ich diese Kugel da reingelegt habe, komme ich hier irgendwie nicht mehr ganz so gut zurück. Muss ich einen anderen Weg finden, da muss ich ganz rauskommen. Also hier ist übrigens noch ein Knopf, den man nur aktivieren kann, indem man einen Würfel drauflegt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich diesen Umlenkwürfel drauflegen soll oder nicht. Ah, das ist ein guter Gedanke. Was ist denn da hinten noch? Das habe ich nämlich auch gerade nicht verstanden, was es soll. Da ist ein richtiger Grill, da kriegen wir gar nichts durch. Oder es kommt was von unten hochgeschossen. Vielleicht ist das auch der Rettungsweg, wenn man ohne... Ja, ich glaube, wenn man hier könnte ohne... Könnte sein, da ist eine Sprungfeder. Genau. Ich mach das mal. Ah ja. Ja, das ist einfach der... Oh, ja, ein bisschen Arbeit muss man hier schon. Och Mann. Okay. Wenn wir jetzt den Würfel da reinlegen, ist aber der... Ach doch, wir tauschen dann aus. Ja, ich sehe hier keinen anderen Würfel und keine andere Verwendung für diesen Würfel, deswegen würde ich... Achso, warte mal, kann man den hier nicht einfach wieder rausgreifen? Oh, oder man hält ihn einfach hier so dagegen. Ja, ich brauch dich aber für die Fläche, glaube ich, wieder. Ich muss da zurück. Soll ich den jetzt hier rauflegen oder nicht? Leg ihn rauf. Oder nee, ich brauch dich noch nicht mal für die Fläche. Das geht auch so. Ging mir jetzt nur darum, dass ich den Rückweg habe. So. Wir wollen...
Eigentlich wollen wir da aufmachen. Warte mal. Hier ist ja offen. Wenn du jetzt mit dem Würfel durch meine Verbindung kommst, kannst du ihn wieder greifen? Ja, sehr schön. Genau, ja, dann, Gitterbug. Mache ich jetzt von... Gitterbug, echt? Ich dachte, du kannst ihn konntest ihn rüberheben. Das wäre natürlich besser gewesen. Könnte man ihn vielleicht auch, ja. Ich hab einfach nur durchgegriffen. Schade, ich habe es nicht gesehen. Gehen wir mal davon aus, du konntest ihn einfach... Man konnte ihn von oben greifen mit Springen und so. Ihn von oben greifen. Wir konnten ihn nicht direkt aktiv neu rufen. Er lag da schon, ne? Er muss also kaputt gehen, um neu zu kommen. Mhm. Drückst du jetzt den Gut. Knopf? Wir gehen davon aus, dass du ihn so bekommen solltest. So, warte, die Kugel will ich auch gleich. Die Kugel? So, meine Portale sind weg. Ich bin ja durch den Grill gelaufen. Na, dann muss ich mir hier ein Portal machen. Was kommt denn jetzt? Ach so. Geh noch mal ran. Okay. So, und jetzt nehme ich noch die Kugel mit. Legitimer Gedanke, die könnte noch wichtig sein. Oder hast du schon eine Kugelmulde gesehen hier draußen? Weiß. Mach die nicht kaputt da! Naja, die Frage ist, hat die hier noch irgendwas anderes aktiviert? Nee, die hat nur einen Grill weggemacht und den Ausgang aufgemacht. Nee, dann haben wir jetzt eine Kugel. Aber nee, hier ist keine Kugelmulde. Aber na gut, wir haben sie. So, jetzt haben wir die Flächen und können da in die Mitte. Und dann stellen wir uns beide auf die Knöpfe und das reicht schon, auf die Druck. Aber hier sind noch so Laserpinökel. Hier sind noch die ganzen, ja genau. Und was müssen wir noch aktivieren? Vielleicht machen wir das da drüben. Nee, da machen wir nur den Ausgang, ne? Sag mal, flackern die bei dir auch? Für den, was? Flackern die bei dir auch? Ja, ein bisschen. So ein bisschen kaputt, ne? Aber die nicht doll. Naja, immer mal wieder einer. Da oben auch. Das finde ich ja witzig. Okay. Was? Wie? Wo? Ja, wir brauchen noch eine ganze Menge Zeug, um den Ausgang aufzumachen, ne? Ich glaube, das sind diese Pinökel hier. Die müssen wir alles machen. Guck mal, wenn wir da einmal jetzt drüben sind, können wir auch mal diesen Knopf drücken. Vielleicht aktiviert der auch irgendwas. Oder du gehst einfach rüber und drückst. Achso, dann muss ich die wieder aufhalten, ne? Frage, wo habe ich denn hier eine Bodenfläche? Also die Tür können wir nicht mehr nehmen. Ach, jetzt kommen wir nicht mehr zurück, stimmt. Aber die andere hier. Weil ja jemand die Kugel mitnehmen musste. Wo bist aber du denn den jetzt? In den anderen Raum können wir noch. Okay. Ja, da war die Bodenfläche auf jeden Fall. Jetzt bist du schon dran vorbeigelaufen. Nee, hier drüben ist eine. Hä? Okay. Ach so, nee, doch nicht. Hä? Welche meinst du denn? Ach, die da, wo du vorhin den Schwunggold hast. Wirklich auf dem Boden. So, was habe ich denn jetzt da draußen gesetzt? Boden. Gelb. Ja. Gelb. So. Aha, jetzt haben wir einige Flächen mehr. Mehr war das auch nicht, oder? Ah, jetzt können wir auf die Würfel verzichten und die rüberbringen. Aha. Allerdings schon wieder... Gehen einem schon wieder die Flächen aus hier. Ja. Dann müsstest du jetzt mal das gleiche machen. Oh. Oh, ich hab grad die Laser gefunden. Ja. Dann müsstest du jetzt mal das gleiche mit den Würfeln machen. Ich halte wieder auf. Ist hier irgendwo rum? Nee. Das wäre ja mal spendabel gewesen, wenn jetzt hier irgendwo... Kommst du überhaupt Fläche zurück? Warum kann ich ihn nicht anschließen? Da. Jetzt. Weil du sie anschießen kannst. So. Und zwar mit beiden Würfeln. Denke ich mal, weil du es beide rüberbekommen musst. Kann man die eigentlich auch stapeln und dann beide nehmen? Nee. Oh. Ich kann sie nicht mal stapeln. Dein Deckenportal ist nicht mehr da, weil jetzt andere Flächen sind, ne? Musst du die auch setzen. Die auf dem Boden sind. Nee, mein rotes ist auf dem Boden. Ach so, ja, stimmt. Geht ja genauso. Frage ist, wo schwinge ich raus? Ich hoffe, das geht hier nicht gleich in. Ja, So. Ich leg sie erstmal daneben. So, wenn der Laser... Genau, der kommt jetzt so, dass du gleich das Pinökel treffen kannst, ne? Genau. Ja, aber man muss halt noch eins treffen, das ist halt das Blöde. Du musst noch einen anderen Laser kriegen. Oder nicht?
So. So, jetzt fehlen noch zwei. Ja, oder? Nee, warte mal. So muss man das machen. Ändert das was? Ja, ich kann alle vier mit den beiden Würfeln treffen. Und der Ausgang ist offen. Ach Gott, das sind zwei. Ich habe die Verlängerung gar nicht gesehen. Ja, okay, wunderbar. Sieht auch schön aus. Ja, ich finde das cool. Oh, rüberspringen, so. Sehr schick, sehr schick. Ich bewundere nochmal dein Werk hier. Da hast du zweimal durchgeschossen. Vor allen Dingen, der Laser kam hier so unscheinbar aus der Wand raus. Ja, genau, ne? Deswegen habe ich auch überhaupt nicht gesehen, wo die noch Laser herkommen sollen. Das war denn nur, als ich mich auf den Knopf gestellt und dann gleich war ja bei dem ersten auch mein Arsch schon gerüstet so. Wurde. So, da geht er durch. Aber die Kugel haben wir jetzt nicht wirklich gebraucht, oder? Nö. Die kullert da noch rum, aber die war jetzt für nichts wichtig, ne? Ja. Die also hast du auch auf dem Knopf, den wir vorhin selber benutzt haben, als wir da rein sind. Ja. Mhm. Okay. Ja, aber hätte sein können. Wäre wirklich cool gewesen, wenn er hier einfach mal da eine weiße Fläche umgedreht hätte. Weil ja, das fand ich jetzt ein bisschen unnötig, das immer in den alten Raum reinzulaufen. Da gebe ich dir recht, das wäre schon fair gewesen. Okay. Hätte man ja zum Beispiel auch so machen können, dass der mit der, dass er da eine Kugelmulde, die eine Fläche umdreht oder so macht. Weil dann kann er die Kugel rausnehmen. Die Errors nerven. Ich will jetzt nochmal eine Beweisführung machen. Nee, es ist kein tödlicher Grill, aber man kann nicht durch. Einfach nicht durch, ja, okay. Genau. Gut. Achso. Hier gibt es noch eine Kugel, guck mal einer an. Ich hab auch eine Kugel. Hm. Ah, ja. Das hat es geklappt. Ja, du musst deine da oben rein. Kannst du mir die andere hochreichen? Geht das? Verdammt, geht nicht. Ja, springen ist jetzt gerade nicht, weil... Ach so. Leg sie hier hin und aktivier das Ding, genau. Das war auch gerade mein Gedanke. Nein, sie kullert weg. Ja, doch, hat funktioniert. Wunderbar. Perfekt. Sieht man, wo die hinrollen? Nee, also es ist so gemacht, dass sie nicht anders können, als in diese Mulde reinzurollen. Ja, doch, davon gehe ich aus. Die ist ja so ein bisschen vertieft. Ansonsten kann man die Kugel auch schon neu holen und es nochmal probieren. Das ist übrigens sehr schick, weil wenn man jetzt im normalen Editor eine Mulde hätte, da würde der nicht reinrollen, aber der hat das hier so ein bisschen vertieft, ne? So die Mitte, genau. Damit sie genau da reinrollt. Ich meine, sie könnte trotzdem noch eine halbe Minute am Rand lang rollen und man hätte Pech, aber letztendlich, denke ich, landet sie schon durch den Schwung da irgendwie drin. Es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn sie das nicht macht. Okay. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stand zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ich bin alles. Also ich wollte gerade sagen, dumm hoffentlich nicht, alt auch noch nicht so ganz, aber auch definitiv verstrahlt. Na gut, wenn das dein einziges Problem ist. Ich sammle alle drei Attribute. Hat mir sogar besser gefallen als der erste Teil, obwohl wir schneller durch waren jetzt. Ja, bei mir aber ist das schon der Daumen hoch. Genau, ein sehr schöner Aufbau. Wie du sagtest, an der einen Stelle, da hätte man uns mal eine weiße Fläche mehr spendieren können, wenn wir schon einmal da drüben waren. Aber ansonsten eine gute Struktur. Also es sah optisch schön aus, nicht nur von diesem verfallenen Design, was ja die erste Kammer auch hatte, sondern... Es hatte eine schöne Symmetrie und es hatte einen übersichtlichen Aufbau. Das heißt, man sieht eigentlich ziemlich schnell, man muss in zwei Unterkammern rein, um was rauszuholen, um dann in der Hauptkammer weiterzukommen. Und so finde ich, das ist so ein Aspekt, der eine gute Kammer ausmacht. Dass sie eine Übersichtlichkeit auch hat. Und eine Nachvollziehbarkeit und eine gewisse Linearität, wenn man so will. Also komplett linear soll es ja nicht sein, aber es soll einer roten Linie folgen, so mehr oder weniger. Und das war gut erkennbar in dem Ding hier. Ja, hat mir sehr gefallen. Noch ergänzende Worte? Ich schließe mich an. Sehr clever gemacht, da kannst du nie was falsch machen. Okay, das war's für Teil 2. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder in Teil 3. Bis dahin, tschüss. Tschüss.